Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Zelda Tears of the Kingdom. Leute, das letzte Mal sind wir hier in den Wald der Crocs gegangen, um dem Dekobaum zu helfen. Aus ihm kam nämlich sehr, sehr boshaftes Miasma raus. Und ja, wir versuchen jetzt das Master-Schwert zu bekommen. Die Frage ist nur, wo befindet es sich? Denn es bewegt sich einfach auf der Karte, wie man hier sehen kann. Bei gerade bewegt es sich gar nicht mehr. Ja, ist halt die Frage, was damit jetzt gemeint ist. Ich denke mal, wir gehen jetzt einfach mal an diesen Ort und schauen mal, was sich dort befindet. Und ob sich das Master-Schwert denn weiter von uns wegbewegt. Alright, dann schauen wir mal. Wo befindet es sich? Dort hinten irgendwo. Oh, oh, und wir müssen aufpassen, dass hier nicht wieder diese blöden Bluffbäume rauskommen. Wo zur Hölle soll denn bitte hier das Master-Schwert sein? Warum bewegt es sich? Das ergibt auch noch weniger Sinn. Ist es vielleicht auf irgendeiner fliegenden Plattform oder sowas? Ich bin mir nicht ganz sicher. Moment mal. Warum leuchtet jetzt dieser Drache da so seltsam? Und er ist witzigerweise genau in der Richtung, in der ich gerade schaue. Und wo sich auch der Punkt befindet. Moment. Müssen wir da jetzt zum Drachen rauf? Also dieser Schweif ist doch definitiv neu. Nein. Soll das andeuten, dass sich dort das Master-Schwert befindet? Aber wie komme ich da rauf? Wie soll ich denn da bitte raufkommen? Vielleicht von der Himmelsinsel aus? Hier oben gäbe es eine. Probieren wir es mal von hier oben. So, wo befindet sich jetzt dieser Drache? Dort auf der Höhe. Wie soll ich denn da hinkommen? Das ist doch nicht mal ansatzweise in meiner Reichweite. Also wenn, dann muss ich mir irgendein Fahrzeug dafür bauen. Anders weiß ich nicht, wie ich da landen soll. Okay, probieren wir es mal. Wir können doch hier einfach die ganzen Sonar-Bauteile rausholen. Und zwar so, so. Nehmen wir die Bautomatik zur Hand. Und hier hatten wir doch genau das Ding. Na, bau mal schnell, aber ganz schnell. Bevor sich hier der Drache wegbewegt. Oh, oh, er ist jetzt schon gefühlt weg. Dann brauchen wir jetzt nur noch eine Rakete und ein Lenkelement. Und wir müssen uns sowas von ranhalten. So, zack. Und zack. Dann let's go. Oh Gott, ich weiß nicht, ob wir so schnell sind wie der Drache. Ich habe das Gefühl, der Drache wird schneller sein als wir. Und wir müssen vor allem auf unsere Energie aufpassen. Ach du Heiliger. Wie soll ich denn da hinkommen? Als ob da jetzt das Master-Schwert ist. Wie krass wäre das denn? Aber es würde Sinn ergeben. Wir haben uns doch schon mal gefragt, ob Zelda nicht der neue Drache ist. Dann würde das Sinn ergeben, weil sie hatte das Master-Schwert als letztes. Hm. Vage Vermutung, aber es würde alles ziemlich gut zusammenpassen. Aber wie krass wäre das einfach? Andere Frage ist jedoch immer noch, wie kommen wir da jetzt hin? Ist es mir möglich, auf diesem Drachen zu landen? Also im BOTW ging das auf jeden Fall noch nicht. Okay, wir schaffen es aber. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das hier klappen sollte. Wir sind jetzt genau in der Höhe des Drachen. Wie cool ist das denn? Aber mein Flieger gibt langsam den Geist auf. Das ist nicht so gut. Aber wir sind genau drüber. Ich hoffe, man kann hier irgendwie drauf stehen. Kann ich hier drauf stehen? What? Man kann mittlerweile auf Drachen stehen. Zumindest auf diesem Drachen hier. Was ist das denn?
Weißdrachenstein, ein unvorstellbar hartes Mineral, gewonnen aus dem Rücken eines weißen Drachen, lässt verbundene Waffen selbst härtestes Material durchbrennen und heilt jeden, der es führt. What? Was ist das denn für Material? Aber was befindet sich jetzt hier vorne? Ist hier wirklich das Masterschwert? Es ist tatsächlich hier, Leute. Hier ist das Masterschwert auf dem Drachen drauf. Wie krass ist das denn bitte? Also für diesen Moment ziehe ich mir auf jeden Fall mal ein cooleres Gewand an. Wie wäre es damit? Das sieht doch ganz episch aus, aber natürlich muss das Kopfteil weg. Okay, versuchen wir mal, das Masterschwert zu ziehen. Ich hoffe, ich habe genug Herzen dafür. Okay, was passiert jetzt? Oh, wir brauchen Stamina? Was zur Hölle passiert jetzt? Wie krass sieht das denn bitte aus? No way. Wir brauchen dieses Mal einfach Stamina, um das Masterschwert zu ziehen. Und, habe ich es geschafft? Was? Habe ich es nicht geschafft? Ich verstehe gerade gar nichts mehr. Doch. Jetzt kann ich es ziehen. Was zur Hölle? Wie sieht das Schwert denn jetzt aus? Oh, es wurde wieder repariert. Aber es glänzt jetzt noch viel, viel stärker als davor schon. Wie cool ist das denn? Link. Link. Das Masterschwert. Dein Schwert. Die einzige Klinge, die den Dämonenkönig besiegen kann. Einmal unterlag es einer schrecklichen Kraft. Doch ein langer Schlaf wird all seine Wunden heilen. Und diesmal wird es nicht zerspringen. Die Kraft, die ich ihm einhauche, wird es stärken. Du bist unsere letzte Hoffnung. Bitte, möge dieses Schwert dich in deiner Zeit wiederfinden. Und da haben wir es, das Masterschwert, nach all der Zeit. Und die ganze Zeit befand es sich hier oben auf dem Weißdrachen.
Master Schwert, das legendäre heilige Bannschwert, aus dem Körper des Weißdrachen zurückerlangt. Über Äonen geheilt und gestärkt, besitzt es nun die Macht, den Dämonenkönig zu bezwingen. Das verlorene Heldenschwert geschafft. Und ich bin wieder genau hier, wo ich das Master Schwert das letzte Mal abgegeben habe. Und was genau kann es jetzt? Also bisher wirkt es ziemlich ähnlich. Kann es immer noch diese Laserstrahlen? Es hat gar keine Angriffswerte, sehe ich aber gerade. Hä? Kann es immer noch die Laser schießen? Es kann immer noch die Laser verschießen. Also das hat sich nicht verändert. Aber jetzt, wo ich das heilige Bannschwert habe, was bleibt mir noch übrig? Habe ich noch eine neue Quest bekommen? Oh, ich muss mit Pura reden, natürlich. Dann würde ich mal sagen, teleportieren wir uns zu Pura. Oh Leute, ich kann es aber echt kaum erwarten, dieses Schwert auszutesten. Ich hoffe, es ist in irgendeiner Weise anders, denn bisher macht es noch nicht den Eindruck. So, Pura. Und, hast du irgendeinen Hinweis zur Identität des fünften Weisen gefunden? Was? Die Weise des Geistes? Du hast Minero gefunden? Das ist einfach... Juhu. Das ist ja fantastisch. Dann haben wir jetzt alle fünf Weisen erneut vereint. Das hast du großartig gemacht, Link. Sie mag ein Geist sein, doch als Weise bot sie gemeinsam mit Prinzessin Zelda dem Dämonenkönig die Stirn. Auch bin ich froh, dass du jetzt endlich etwas über das Schicksal der Prinzessin erfahren hast, Link. Eines ist nun klar. Zelda wusste, dass der Dämonenkönig nur durch das Masterschwert endgültig besiegt werden könnte. Daher fasste sie in ferner Vergangenheit den Entschluss, es zu stärken und seine Kraft wiederherzustellen. Sie hat alles getan, was in ihrer Macht stand, ganz allein. Was? Du hast das Masterschwert schon wieder erlangt? Warum hast du das nicht gleich gesagt? Unglaublich, dass es sich auf dem Kopf eines weißen Drachen befunden hat. Nun, wie dem auch sei, die Prinzessin hat all ihre Hoffnung darauf gesetzt und war bereit, ihr Leben zu geben, um es uns zu hinterlassen. Ich danke dir, dass du es gefunden hast, Link. Und jetzt, im Nachhinein, kann ich es dir ja sagen. Ohne das Masterschwert sahst du einfach aus, als würde dir etwas fehlen. Damit solltest du nun bestens auf die Entscheidungsschlacht vorbereitet sein. Finde den fünften Weisen. Geschafft. Das schwebende Schloss. Geschafft. Was fehlt nun? Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, wo sich der Dämonenkönig befindet. Wir können wohl davon ausgehen, dass er sich nicht mehr in Schloss Hyrule aufhält. Mir fällt kein Ort auf der Oberfläche ein, an dem wir nach ihm suchen könnten. Das ist es! Der Untergrund! Was meinst du? Wäre es nicht sehr wahrscheinlich, dass er sich im Untergrund aufhält? Es bleibt natürlich dir überlassen, aber es könnte empfehlenswert sein, dich bei Yosha zu erkundigen. Yosha hat den Untergrund erforscht. Vielleicht weiß sie etwas. Ja. Ab hier übernimmst du, Link. Vernichte Ganondorf. Hauptziele. Ach du Heiliger, das geht jetzt doch alles ziemlich flott. Aber wo soll Ganondorf sein? Sprechen wir mal mit Yosha. Oh, was haben wir denn hier? Da wurde was ausgegraben. Du wirkst plötzlich so anders. Hast du etwa was gefunden? Bautomatik? Die Fähigkeit, bereits hergestellte Dinge nachzubauen? Und dazu noch ein paar Bauplan-Steinplatten? Also war an der Sache mit dem Sonau-Tempel und einer geheimnisvollen Kraft im Untergrund tatsächlich etwas dran. Oh, war da nicht auch etwas bei den Untergrund-Fundsachen? Gib mir nur eine Sekunde. Mal sehen. Nee, das hier war es nicht und das hier auch nicht. Aha, da haben wir es doch. Bitte sehr, Herr Ritter. Bauplansteinplatte für einen Ballon. Okay, wow, sehr unspektakulär. Das hier ist eine Bauplansteinplatte für einen Ballon, nicht wahr? Das heißt also, dass du damit mit Hilfe der Bautomatik einen Ballon nachbauen kannst, oder? Wenn das so ist... Ja. Onkel Robby gehört dieser Ballon da. Aber leider ist er kaputt. Kannst du ihn vielleicht mit dieser tollen Bautomatik reparieren? Ich kann es kaum erwarten, das zu sehen. Muss nur schnell alles vorbereiten. Yay! Alles ist bereit, Herr Ritter. Kannst du jetzt bitte demonstrieren, wie man mit dieser wunderbaren Bautomatik Dinge nachbaut? Mhm. Na klar doch, dann machen wir erstmal den Spaß hier zu Ende.
Das ist doch ganz, ganz simpel. Hier. Du hast den Ballon tatsächlich reparieren können. Und er sieht sogar aus wie neu. Unglaublich. Diese geheimnisvolle Kraft stellt unsere ganze Technologie auf den Kopf. On, on. Onkel Robby. Was brüllst du so laut, Joscha? Ich fass es nicht. Mein Ballon, er ist wieder ganz. Es muss sich um die geheimnisvolle Kraft handeln, über die die Sonau angeblich verfügt haben. Ich hätte nie zu träumen gewagt, einmal die Kraft der Sonau mit eigenen Augen sehen zu dürfen. Nimm das hier als Dank für deine Hilfe, Herr Ritter. Ich habe es extra für einen ganz besonderen Anlass aufgehoben. Großes Sonanium, okay, davon haben wir schon mehr als genug. Ich habe keinen blassen Schimmer, was das sein könnte. Aber so wie es leuchtet, stammt es sicher von den Sonau. Und da du mit den Kräften der Sonau vertraut zu sein scheinst, kannst du damit bestimmt mehr anfangen als ich. Dann verbarg sich im Untergrund also wirklich eine unglaubliche Kraft. Ich muss dort weiterforschen. Vielleicht finde ich auch etwas über das Schicksal von Prinzessin Zelda heraus. Halte mich also bitte über deine Entdeckung im Untergrund auf dem Laufenden, Herr Ritter. Die Sichtung von Prinzessin Zelda im Schloss bereitet mir auch Kopfzerbrechen. Aber da diese Sichtung nicht bestätigt wurde, werde ich mich auf die Untersuchung des Untergrunds konzentrieren. Dort werde ich sicher mehr über den Verbleib von Prinzessin Zelda herausfinden. Der Tempel im Untergrund, geschafft. So, damit haben wir eigentlich fast alles geschafft, was jetzt noch übrig blieb. Hm? Möchtest du noch etwas besprechen? Wirklich? Koga, der Anführer der Jägerbande, war da? Das klingt heikel. Darüber müssen wir uns unbedingt unterhalten. Aber gib mir noch einen kurzen Moment, um durchzuschnaufen. Komm bitte mit. Das ist gerade alles ganz schön viel hier. Du bist also im Untergrund auf Koga gestoßen, den Anführer der Jägerbande. Die Jägerbande ist eine gefährliche Untergrundorganisation, die mit dem Königreich Hyrule feindlich gesinnt ist. Da Koga Prinzessin Zelda und dir schon einmal nach dem Leben getrachtet hat, können wir das nicht unbeachtet lassen. Und da er so auf Prinzessin Zelda fixiert ist, verfügt er eventuell sogar über wichtige Informationen. Wenn ich Koga dir überlassen kann, werde ich mich ganz auf die Erforschung des Untergrunds konzentrieren. Ach ja. Im Zeitenwald südlich der Ebene von Hyrule wurden ein Abgrund und neue Statuen entdeckt. Aber die Statuen unterscheiden sich von der, die du mir über dein Fotomodul gezeigt hast. Etliche von ihnen stehen in einer Reihe, die wohl am Tempel mit der Bautomatik vorbei nach Südwesten führt. Geht man davon aus, dass sie absichtlich so aufgestellt wurden, müsste es jenseits des Tempels etwas zu entdecken geben. Ich werde weitere nützliche Informationen über den Untergrund zusammenstellen, also sprich mich doch später nochmal an. Ich denke, ich kann das direkt tun, oder? Oder auch nicht. Statuen Richtung Südwesten. Ich weiß nur von den nach Südwesten ausgerichteten Statuen. Und von denen habe ich dir bereits erzählt. Auf dem Boden des Abgrunds im Zeitenwald, südlich der Ebene von Hyrule, wurden Statuen entdeckt. Okay, der Zeitenwald. Interessant. Wo zur Hölle ist der Zeitenwald, wenn ich mal fragen darf? Das ist jetzt aber nicht ein Hinweis für den fünften Tempel hier, oder? Nee. Der Zeitenwald? Wald der Crocs? Südwestlich soll es einen Zeitenwald geben, aber wo? Bin ich gerade blöd? Da ist der Zeitenwald. Südwestlich davon? Okay, also hier bei den Ruinen gäbe es auf jeden Fall noch ein Abgrund. Abgrund am Zeitenwald. Dann teleportieren wir uns mal dorthin. Okay, jetzt bin ich aber gespannt. Was zur Hölle wird jetzt hier passieren? Ich gönne mir, by the way, mal wieder mein Aero-Set. Wobei, das ist gar nicht so stark. Was ist denn mein stärkstes Set eigentlich? Ja, eigentlich habe ich keins. Die machen alle... Die haben alle nicht so tolle Rüstungswerte. Ja gut, aber bisher sind wir eigentlich ganz gut durchgekommen. Deswegen hoffe ich mal, dass es so bleiben wird. Gehen wir mal hier runter. Oh, oh, hier ist es aber ganz schön dunkel. Ich sehe gar nichts. Es ist so dunkel hier. Ich habe immer so Angst, dass ich hier gegenkomme. So, hier soll es irgendwo Statuen geben, aber ich sehe noch gar keine. Was ist das hier? Okay, gar nichts. Hier ist eine Statue. Ist das... Eine Hylia-Statue? Wer soll das sein? Oder ist das Sonja? Ich weiß nicht genau, was sie darstellen soll. Aber ich bin mir sicher, dass wir diesen Statuen hier folgen sollten. Ich
meine, es wurde uns auch so gesagt. Übrigens, kann man eigentlich das Master Sword ebenfalls synthetisieren? Ist das vielleicht die neue Änderung, die es gibt? Hauen wir mal vielleicht so ein silberner Bossbockhorn drauf. Mal gucken, ob das geht. Das geht tatsächlich. 37 Schaden. Bitte was? Wie cool sieht das denn aus? Da leuchtet jetzt die Inschrift, aber wenn ich zuschlage, dann sieht es so aus wie das Item, mit dem ich es synthetisiert habe. Okay. Aber ich verstehe noch nicht so ganz, wie viel Schaden ich jetzt damit mache. Ach du Heiliger. Und da hinten haben wir auch einen Gigama. Hoppala. Von wo kommst du denn jetzt auf einmal? Testen wir an dem direkt mal unser Masterschwert aus? Ich denke mal schon. Wir dürfen aber jetzt nicht vom Weg abkommen. Okay, weißt du was? Komm mal her. Wir nehmen mal jetzt hier so einen Schwebestein. Die sind nämlich ziemlich OP. Wenn man sie einfach nach oben schießt. Und zwar genau so. Denn man kann den Deckensprung machen. Und das vereinfacht auf jeden Fall das Ziel mit dem Bogen zumindest. Okay, jetzt Beeilung, Beeilung, Link. Oh nein! Okay, so viel dazu. So viel dazu. Oh nein. Kumpel. Ach du Heiliger. Das war sau uncool. Ich bin ehrlich, das war sau, sau uncool. Wo ist jetzt die Plattform hin? Ist sie komplett gedespawnt? Oh oh, oh oh. Nein, 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 nein. Lass mich los. Lass mich los. Oh mein Gott. Als ob der mich jetzt hier hops nimmt. Das ist doch ein Witz. Freundchen. Yes. Okay, Headshot. Mal gucken, wie viel Schaden wir mit dem Master Sword machen. Oh, okay, der Schaden ist ziemlich insane. Okay, wir machen echt viel Schaden. Okay. Hoppala, weg hier. Nein, 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 wir machen direkt weiter. Kannst du mal wetten, pass auf. Zack. Oh, oder auch nicht, oder auch nicht, oder auch nicht. Okay, Kumpel. Zack. Einmal hier rauf. Also der Schaden ist ziemlich nice. Das kann ich nicht leugnen. Aber ich meine, das liegt auch primär an dem Item, mit dem wir es verbunden haben, muss ich auch dazu sagen. Ich meine, das ist ja auch an sich schon ziemlich stark. Gigama Riesenzahn. Okay, her damit. Und jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Wo war die Statue? Da hinten befindet sich irgendwas. Das ist irgendwas Großes. Wo genau ist die Statue nochmal? Die zeigt dorthin. Also eher so in die Richtung. Ja, okay, wir müssen doch ganz woanders hin, als ich es jetzt vermutet hätte. Was ist das da drüben? Da ist ebenfalls nochmal was. Also ich stelle auf jeden Fall fest, ich habe den Untergrund gar nicht so gut erkundet, wie mir hätte möglich sein können. Okay. Ich hoffe, ich laufe hier gerade nicht im Kreis. Denn dort hinten ist alles ausgeleuchtet. Es wirkt so, als wäre ich da doch schon mal gewesen. Ah, okay, hier sind so kleine, wie auch immer die heißen. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Hier, ihr da. Weg mit euch. Na komm. Ach komm schon. So, weg mit dir. Autsch. Weg. Und weg. So, her damit, her damit. Nehme ich natürlich alles dankend an. Und wir müssen jetzt weiter in die Richtung. Boah, ich habe keine Ahnung, ob ich diesen Statuen hier wirklich folgen soll. Ich habe das Gefühl, ich komme hier nirgends an. Ach, kommt schon, Leute. Was wird denn das jetzt hier? Okay, ich muss echt auf meine Pfeile aufpassen. Ich habe nicht mehr so viele. Hier, weg mit euch. Hoppala. Komm her. So, Freundchen. Was machst du jetzt, hä? Was machst du jetzt? Nix. Okay, ich nehme mal lieber eine andere Waffe. So. Ich glaube, ich baue mir mal wieder einen Gleiter zusammen. Wenn wir hier schon mal alle Bauteile für haben. Ist das doch ganz praktisch. So, Bautomatik.
Dann wählen wir das hier aus. Sehr schön. Aber jetzt ist die Frage, wo müssen wir lang? Sie schaut in diese Richtung. Aber ich sehe eigentlich weit und breit gar nichts mehr. Was ist das da hinten? Ein Moblin. Ah, da hinten ist noch eine Statue. Okay. Also, wir probieren mal Folgendes. Wir brauchen jetzt noch eine Rakete und dann können wir losfliegen. Leider habe ich nicht mehr so viele Raketen, deswegen müssen wir auch ein bisschen sparsam sein. Also, wir haben hier eine Rakete und ein Lenkelement bräuchten wir auch nochmal. So. Dann so. Okay, dann hoffe ich mal, dass ich da hinten irgendwas sehen kann. Ich leuchte sicherheitshalber nochmal aus. Halt den Bogen auch schön gespannt. Oh ja. Das ist sehr gut. Alter, habe ich weit geschossen. Okay, ich versuche mal noch ein bisschen weiter zu schießen. So. Okay, ich glaube, weiter als das wird wohl nix. Dann drehe ich das Teil mal lieber noch. Nicht, dass wir gleich gegen dieses Hindernis hier stoßen. Nee, sieht aber gut aus. So, okay. Hier sind die Statuen. Man sieht es ja nicht mehr so gut. Aber die schauen in die Richtung hier. Okay, ich kann halt leider nicht so viel erkennen. Wo zeigen sie denn hin? Hier nach rechts. Okay, ich bin überfordert. Hier war ich doch safe schon mal. Die zeigen in die Richtung. Wo zur Hölle bin ich denn gerade? Ich bin doch hier bei der verlassenen Zentralmine. Hier war ich doch schon. Wo wollen die mich denn hinführen? Okay, die zeigen jetzt hier nach links. Moment mal, was ist dort hinten? Da ist so eine Art Podest oder sowas. Ich folge denen jetzt einfach mal. Ich hoffe, ich komme auch irgendwo an. Das Problem ist, mein Gleiter wird wahrscheinlich nicht mehr so lange durchhalten. Aber ich bin gerade echt verwirrt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier schon mal waren. Wir haben doch schon mal diese ganzen Statuen hier untersucht. Aber die haben doch nirgendwo hingeführt. Bin ein bisschen verwirrt. Hier irgendwo muss es doch was geben. Aber hier scheint einfach nichts zu sein. Ja, außer Niger-Versteck. Na wunderbar. Okay, das ist sehr, sehr seltsam. Leute, ich würde sagen, wir untersuchen dieses ganze Gebiet hier in der nächsten Folge. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch diese Folge hier gefallen hat. Falls ja, würde ich mich wie immer sehr über eine positive Bewertung freuen. Und damit würde ich sagen, ich bin euer Maki. Macht's gut!